Ja, so viel dazu. Was? Will die Ratte mich hier verarschen? Geht doch. Geht doch! Hallo meine Lieben und willkommen zu einem schönen neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2-6 Golden Coins. Mein Name ist TheLifeForce alias TheLife. Und heute geht es mit der Pumpkin Zone weiter. Doch zuvor hatten wir beim letzten Part es tatsächlich geschafft, die Makrozone abzuschließen, also die Mini-Zone. Sind leider schon zweimal gestorben, aber auch nur durch die blöde Steuerung. Ich habe wirklich gedrückt, den geklopft, aber es wurde trotzdem nicht genommen. Aber egal. Auf jeden Fall geht es mit der Pumpkin Zone weiter und wir starten direkt. Moment. So. Oh ja, das nehme ich gerne mit. Aha! Au! Kann's ja auch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. So. Will ich da rein? Ja, will ich. So. Eine Sache eben. Oh fuck. Scheiße. Eine Sache wollte ich eben sagen noch. Wollte ich vorweg sagen, und zwar. Erstmal bitte an Shadow, für das schöne Toast-Spiel, nenne ich es jetzt mal. Die Idee kam mir einfach in dem Sinne so spontan, weil ihr müsst wissen, ich guck ja auch gerne Let's Plays, unter anderem halt Let's Plays auch von Shadow 1305. Und das Geile an der Sache war, es gibt halt auf Steam jetzt ein Spiel, das nennt sich I am Bread, also ich bin Brot oder Brot, wie auch immer. Und ja. Ich konnte einfach nicht anders. Ein Kumpel von mir hat mir dann geholfen, das Spiel zu holen. Aber ich hatte halt die Idee. Nur mal so nebenbei bemerkt. Boing. Ach halt. Komm her. Danke. Das. Aua. Mieses Stück Scheiße. Und ja. Perfekt. So, die Zensierung, die im letzten Part drin sind, die lasse ich zwar drin, aber ab jetzt wird es keine Zensierung mehr geben. Ich habe erst so gedacht, so, na, vielleicht wäre das ja keine gute Idee, Schimpfwörter reinzubringen. Dann dachte ich mir, holy moly. Ja, bin ich denn bescheuert? Die gehören einfach dazu. Weg mit dir. Aha! Diesen Kackviechern soll ich mich versuchen fernzuhalten, weil die nämlich auch bösartig sind. Die Schaden machen können. Ich fühle mich so groß, Baby.
So, hier oben will ich erstmal hin. Denn hier gibt es nämlich auch noch ein bisschen. Ah! Ein bisschen Geld noch zu holen. Und ich sehe, kann der schon bald wieder unsere Münzen einsetzen. Ihr versteht, was ich meine. Aber das wird noch ein bisschen dauern. So, dieser kleine Geselle, gegen den ich eben gekämpft habe, die sind auch ein bisschen scheiße. Weil die laufen auf einen zu. Können uns ebenfalls treffen. Jetzt habe ich wenigstens die Glocke erstmal. Von daher, von denen sollten wir uns auch fernhalten. Weil wir sonst auch ein Problem kriegen könnten. Ja, komm noch ein Stück her. Gut, das war schon. Tschüss. Ich bin weg. Ihr könnt mich mal. Das ist wirklich so eine gute Idee. Ich glaube nicht. Fucking cares. Oh ja, das hat mir jetzt gefallen. Jung. 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 Und abgehakt. So. Eine kleine Sache vorweg, das Level, was wir eben gerade gemacht haben, beinhaltet ebenfalls auch ein... Nein, das mache ich nicht. Ich habe das jetzt absichtlich abgebrochen, weil den Pilz, den brauchen wir jetzt nicht. Was ich eben sagen wollte, war in dem Spiel... Au. In dem Spiel gibt es nämlich auch ein Spiel. In dem Level gibt es auch ein Secret Exit, was wir brauchen. Aha! Also von daher, da sollten wir schon natürlich auch alles machen. Geht's auch. Die Münzen, die lasse ich jetzt mal. Fuck it. Ich wollte eben sagen, die Münzen, die lasse ich jetzt mal so wie sie sind. Weil wir wollen ja hier nur. Wir wollen hier ja im Prinzip nur zum Secret Exit kommen. Also von daher. Lass mich da durch. Nein, das ist dafür, dass ich jetzt nicht ein extra Leben holen, nur um. Nein. Nein, 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 nein. Oh, da runter. Möchte das haben. Möchte gucken. Dass ich trotzdem getroffen werde? What the fuck? Ah, okay. Wir haben immer noch den Pilz, das ist ganz gut. Können wir hier runterschwimmen? Denn hier gibt es nämlich das Secret Exit, das ich eben angesprochen habe. Oh oh. Aber dafür brauchen wir halt den Pilz, damit wir hier durchkommen. Ach du Scheiße. Komm mal her. Wut, 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 wut. Das war's mir wert.
fertig. Sehr schön. So, da seht ihr es. Da ist das besagte Secret Exit. Und dieses Level ist eigentlich sehr geil. Im positiven Sinne jetzt gesehen. Weil wir können hier einfach mal gottverdammt nochmal rüberfliegen. Ah! Und können hier alles einsammeln. Ich will da rüber. Du kleiner Drecksack. Das finde ich nicht nett, das finde ich nicht nett. Dafür gibt's jetzt ein paar Schläge von mir. Doch bevor ich mich darum kümmere, gibt es noch eine kleine andere Sache. Und zwar müssen wir dafür weit fliegen. Denn hier gibt es nämlich einen kleinen Stern. So. Und perfekt. So. Damit hätten wir das auch abgehakt. Eigentlich würde ich noch gerne nochmal zu dem Mond hin. Ich möchte einmal ganz kurz. Sorry Leute, aber ich möchte kurz einmal hin. Da gibt es eine Sache, die mir in dem Sinne gesehen so richtig auf den Wecker geht. Mehr oder weniger. Ich werde das Level hier jetzt auch ganz schnell machen, also ich werde mich da jetzt nicht groß aufhalten. Ich gehe ja einfach rüber. Lass mich einfach rüber, ihr Arschgeigen. Ich will rüber, ich brauch nur die Münzen. Lass mich einfach dadurch. Ich hab keinen Bock mit euch zu kämpfen. Ihr seid nämlich sowas von Scheiße. Und jetzt hab ich es geschafft. Fertig. Erinnert ihr euch noch an das Secret Exit bei dem Mond? Wenn ja, super. Oh ja, One-Up kann ich jetzt gerade gut gebrauchen. Ich habe ja auch schon so viele. Ich meine, ich habe jetzt schon über 70 Leben. So. Auch das Level muss ich jetzt eben machen, aber ich glaube, ich setze meine. Ja. Ich glaube, ich werde meine Hasenohren mal behalten. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kann mich natürlich jetzt auch täuschen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich wesentlich höher komme als normal. Also von daher. Das muss einfach eben sein, weil es gibt eine Sache, die mich. Ah! Die mich hier ein bisschen, nein, ich will nicht sagen, nein, oh. Die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt pfeife ich mal ausnahmsweise mal auf die Münzen. Hauptsache ich komme da hoch. So. Da hoch. Weil da waren ja letztens, im letzten Part ja so komische Blöcke.
Und die will ich untersuchen. Noch zuvor. Will ich noch. So. Will ich hier noch rüber? Hier sind noch zwei Leben, die hole ich mir noch. So. Lass mich hoch. Lass mich. Lass mich hoch. Danke. Ich hab keinen Bock zu sterben. Hilf mir im Traum nicht ein. Oh. Ah, sehr schön. Und dafür bin ich jetzt extra hier hochgegangen. Ernsthaft. Dafür bin ich jetzt extra hier hochgegangen. Für ein verkacktes Extra-Leben. Für ein fucking verkacktes Extra-Leben. Nur um dahin zu gehen. Danke, Spiel. Okay, ich bin weg. Tschüss. So. Fick dich. Ja, wohl nicht wahr sein, ey. Glaub ich ja wohl nicht. So. Kann ja wahr sein. Geistergut was? Das Lied ist so genial. Wieso sammle ich eigentlich die Münzen ein, wenn ich genau weiß, dass ich... Scheiße. Dass ich eh keine, okay, Münzen kann ich zwar schon tragen, aber dass ich schon die maximale Anzahl an, Münzen erreicht habe. Ja. Übrigens, auch hier gibt es einen Secret Exit. So, kann hier natürlich auch runter, falls ich das noch gar nicht gezeigt habe. Hallöchen, Goomba. Und tschüss. So, das auch nichts. Ich glaube, da unten weiß ich, was mich gleich erwarten wird. Deswegen will ich mal gucken. Yep. Die sammle ich allerdings nicht ein. Weil die können wir nämlich nicht gebrauchen. Hui. Ist auch nichts. Gut. Ist hier echt nichts? Offensichtlich nicht. Hier möchte ich allerdings rein. Überlegen. Ah, hier. Das Problem wäre damit auch schon mal geklärt. Aber ja. Hallo, Wuhu. Und tschüss, ich bin weg. Ihr blöde Hin, Wuhus. Ich hasse euch. So. Ja, eigentlich hätten wir jetzt da oben, wo jetzt gerade eben dieser eine Block war, hochgehen können. Aber wie ihr wisst, kommt erst der normale,
dann der Secret Weg. Also, dann kriegen wir wieder extra Leben. Yep. Drei Stück an der Zahl. So. Jetzt gehen wir da nochmal rein und ich glaube, dann war es das auch erstmal für heute. Tschüss, ich bin wieder weg. Tschüss! Ihr kennt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr kennt mich alle mal am Arsch fassen. Ich mach euch jetzt alle kalt. Das ist jetzt mein Ziel. Gebt mir das, ich brauch das vielleicht. Ich brauch unbedingt Schutz. Tschüss! Wieder weg! So, hier kommt nämlich das besagte Secret Exit. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann war es das auch erstmal für heute. Oh nein, nein, das Level. Oh nein, nein. Das Level habe ich so sehr gehasst. Wow, dass ich das extra Leben noch bekommen habe. Weg mit dir. Das wundert mich ja jetzt. Nix? Na gut. Ein extra Leben weniger. Treffer. Sehr schön. Ich habe schon eben gedacht, ich komme da nicht mehr rüber. Oh shit. Diese, ja, ich sag jetzt mal, diese Plattformen, die da sind, diese kleinen Stangen, sind leider ein bisschen, gefährlicher, wie ihr wisst. Ah! War wie nur ein bisschen Schiss da. Weg mit dir. Das war noch ein extra Leben, das ich gut gebrauchen konnte. Mit dummerweise hat sich das extra Leben... What? Drei Leben kann man hier kriegen? Wow. Oh shit. Ja! Oh, ich bin gut im Ziel. Ich bin gut. Das hat geklappt. Komm. Nein! Super, und das Schlimme ist, jetzt muss ich das Level nochmal wieder machen. Oh, leck mich doch. Das ist nämlich so dieser fucking Nachteil an diesem Scheiß-Level. Deswegen hasse ich dieses Level auch wie die Pest. Das Ding ist, sterben ist ja nicht das Problem. Was mich eigentlich abfuckt, ist, dass ich das Level wieder neu machen muss.
Sonst würde mich das ja nicht so in dem Sinne ärgern, aber... Ich habe keine Zeit zum Schreiben, so. Mann, ich kann jetzt gerade nicht. Wenn ich aufnehme, dann kann ich gerade nicht. So. Versuchen wir es nochmal. Also sollten wir das jetzt bei diesem Versuch nicht schaffen, machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Gucken wir, das geht. Aber okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Hä? Ah, hier. Sag mal, will der das eigentlich irgendwie nicht kapieren gerade oder was? Ich hasse dieses Level, ich hasse dieses Level, ich hasse dieses Level, ich hasse dieses Level. Und das nicht ohne Grund. Dammit. Weg mit dir. Danke. Weg mit dir. Nein! Wisst ihr was, Leute? Wir machen beim nächsten Mal das nochmal und dann wollen wir mal sehen, ob wir das vielleicht besser hinkriegen. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir wie immer gerne einen Daumen hoch geben. Natürlich, wenn ihr wollt, auch abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Und ich kann auch nur noch sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force alias T-Life und natürlich auch, ciao, ciao.